Hallöchen. Ich habe schon länger kein Video mehr gemacht. Und in letzter Zeit ist ja auch irgendwie sehr viel passiert. Und heute möchte ich mal über Neurodermitis sprechen. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, sieht man das hier sehr gut. Oder auch hier an meinem Hals. Und ich habe mich lange dafür geschämt. Ich habe lange mich dadurch definiert und ich dachte lange, dass ich hässlich wäre aufgrund der Neurodermitis. Und lange Zeit habe ich mich versteckt. Ich habe lange Jeanshosen getragen im Sommer, lange T-Shirts, habe mich nicht getraut, schwimmen zu gehen, habe mich nicht getraut zu leben, hatte ständig immer nur so, hoffentlich sieht er das und hoffentlich sieht er das, die das nicht und die denken bestimmt, ich bin krank oder am Verschimmeln oder irgendwie sowas. Und ein bisschen ist auch an meinem Bein. Ich weiß nicht, aber das habe ich manchmal nur. Und ja, gerade jetzt habe ich irgendwie wieder so einen Schub, dass es juckt und dass es mich stört. Manchmal habe ich auch so ein bisschen im Gesicht, aber ja, hauptsächlich nur in den Ellenbogen. In dieser hier und in meinen Kniekehlen. Und es ist auch im Moment sehr trocken, obwohl ich eincreme und ich möchte keine schulmedizinischen Produkte benutzen, weil ich davon nicht sehr viel halte und mir das auch nie wirklich geholfen hat und das Symptom immer nur bekämpft hat, aber nicht wirklich die Ursache. Und ich möchte der Ursache auf den Weg gehen. Und ja, deshalb lasse ich es teilweise so und manchmal ist es auch ganz gut. Vor 4 Jahren habe ich angefangen, vegan zu leben. Das hat auch einen Unterschied gemacht. Ja, aber ich habe gemerkt, dass, ach, an meiner Hand, schaut mal, an meiner Hand habe ich auch noch so ein Ekzem. Das habe ich ungefähr seit 3 Jahren. Und man denkt sich so, boah, krass, seit 3 Jahren habe ich das und ich habe es irgendwie nicht weggekriegt. Und ich habe mir so einen Druck gemacht immer und mich so sehr dafür geschämt und mir so viel Lebensqualität genommen. Und ich merke im Moment einfach, dass es das gar nicht wert ist. Und ich sage irgendwie die ganze Zeit und, oh mein Gott. Am Sonntag war ich bei meinem Vater, habe so ein bisschen mit meinen kleinen Brüdern gespielt und dann hat mein kleiner Bruder gesagt, das sieht aus wie Muskeln. Und das fand ich irgendwie so süß und auch so lieb. Und also viele, die vielleicht Neurodermitis haben, die wissen, dass man irgendwie denkt, dass Leute das sofort sehen und dass Leute das nur sehen und dass man dann total hässlich ist und total ugly und designated ugly fat friend. Und ja, man denkt irgendwie, dass Leute nur das sehen. Und so vielen habe ich das gesagt und die meinten, ey Severin, ich habe das gar nicht gesehen oder das fällt doch gar nicht auf oder Severin, das sieht man gar nicht. Und ich dachte, die Leute sehen das. Und ich dachte, die Leute beschränken mich darüber. Und vorhin habe ich einfach so ein bisschen nachgedacht. Und ich habe generell in den letzten Monaten gelernt, dass mich das nicht hässlich macht. Und ja, dass ich nur weil 10% meines Körpers ja mit Neurodermitis betroffen sind. Heißt das doch nicht, dass die anderen 90% meines Körpers hässlich sind?
dass ich nur deshalb hässlich bin und dass mich nur das aufhält, das habe ich lange Zeit gemacht. Das habe ich 19 Jahre in meinem Leben gemacht. Und 19 Jahre mir darum Sorgen gemacht, ob man das sieht oder nicht. Und ich habe mir einfach Lebensqualität genommen, worauf ich gar keinen Bock habe. Gar keinen Bock mehr. Heute hatte ich wieder so ein kleines Tief, weil es ist hier halt ein bisschen schlimmer geworden und irgendwie habe ich hier so ein paar Pöckchen. Oh, dabei habe ich halt darüber nachgedacht. Mir ist halt aufgefallen, es sind nur 10% meines Körpers. Der Rest meines Körpers ist gesund. Der Rest meines Körpers hat eine schöne Haut. Der Rest meines Körpers ist lebendig. Es könnte noch viel, viel schlimmer sein. Und die Hauptsache ist, dass ich am Leben bin. Das ist die Hauptsache. Und dieses kleine Ding hier, diese kleinen, ja, Muskeln können mich nicht mehr aufhalten. Nicht mehr aufhalten, um das zu tun, was ich machen möchte. Nicht mehr aufhalten, mir ein Kleid nicht zu kaufen, weil man ja diese Muskeln sieht. Und ich habe mich wieder daran erinnert, was mein Bruder mir am Sonntag gesagt hat. Und das war so süß. Da ist mir einfach aufgefallen, ja, das sind Muskeln. Das sind Muskeln. Und ein Muskel, der wächst und wird größer. Und diese Muskeln erinnern mich daran, dass mich diese kleinen 10% nicht aufhalten können, dass mir diese kleinen 10% keine Lebensqualität nehmen können, dass diese kleinen 10% mich nicht hässlich machen, dass diese kleinen 10% die Spitze des Eisbergs sind, wenn die anderen 90%, wenn es denen super gut geht. Und diese kleinen 10%, diese kleinen Muskeln zeigen mir, dass ich mich selber lieben sollte, anerkennen sollte, annehmen sollte und dass ich mittlerweile auch stolz darauf bin, weil mich das zu einem sehr starken Menschen macht und weil ich dadurch lerne, mich anzunehmen, mich selbst zu lieben und ja, dass ich nicht perfekt bin. Und das muss ich auch nicht sein. Aber wenn ich die ganze Zeit gegen mich arbeite und immer nur dieses kleine Ding da sehe, was stört und was vielleicht unperfekt ist, obwohl so viele andere schöne Sachen im Leben passieren und wir eigentlich so glücklich sein könnten, dass ja, dass wir leben und dass wir so viel erfahren und es nicht nur darum geht, sich die ganze Zeit runterzumachen wegen so einer kleinen Sache, dann sind diese Muskeln ziemlich, ziemlich cool. Und ich lerne dadurch, ich wachse, ich lerne mich selbst zu lieben mit meinen Unperfektheiten. Und ich sage irgendwie immer und heute. Genau das möchte ich einfach mitgeben für alle die, die vielleicht auch an Neurodermitis leiden. Das war schon, das wollte ich kurz sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.